Guten Morgen, meine Lieben. Ja, in voller Montur bin ich schon eigentlich fertig. Ich will drehen ein Beauty-Video. Und eben ist so, Edi, was soll ich denn machen? Ich habe keine Ahnung, was ich drehen soll. Ich wusste, aber ich wollte mal wissen, was er halt zu sagen hat. Was schlägt er vor? Dreh über mich. Yeah. Also das werde ich natürlich jetzt nicht tun. Ich mache jetzt die Kameraeinstellung. Um zu gucken, ja, bis man die richtige, guck mal, wie das jetzt im Augenblick noch aussieht. Also das geht natürlich nicht. Ist für mich gegen das Licht. Also meine Lieben, ihr seht, ich bin viel zu weit unten. Die Kamera ist falsch eingestellt. Ich mache das gleich mal. Ich werde auf jeden Fall auch noch diese Kamera bestellen mit diesem Fischauge. Ist zwar selber nicht so mein Ding, aber ich finde, so wenn ich mit zwei, drei Kameras filme und ab und zu dieses Fischauge ist, ist es ganz cool. Immer mal was anderes. Wenn schon immer die gleichen Personen, dann wenigstens andere Kameras. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glänze in der Kamera wegen dem Licht jetzt gerade, merke ich voll. Der verstellt sich wieder. Leute, ich muss die Kamera wieder umstellen. Irgendwie macht sie wieder dieses Gesicht schöner. Guck mal. So, macht er das jetzt immer noch? Ja, ist ja Katastrophe. Seht ihr den Unterschied, wenn der Wattenstab ganz heiß ist? Baby, dann! Hallo, Baby Jan! Nee, ist auch heiß. Bist du auch heiß? Uiuiui, so hell. So hell, so hell. Ich bin gerade aufgeworfen, mein Schatz. Jan, Schatz, du schläfst noch. Mach den Pampers neu. Hä? Pampers neu. Ja? Ja. Oh, mein Schatz. Hallo, Baby Jan. Ja, also das wird sich gleich nochmal ein bisschen legen, diese Haarlocke. Ja, meine Lieben, fertig. Das Video habe ich jetzt zu Ende gedreht. Ja, es sind auf jeden Fall ein bisschen mehr lockig als letztens mit den TG. Aber ich finde trotzdem eine super Alternative, weil 80 € auszugeben für einen Lockenstab ist natürlich nicht gerade wenig. Und deshalb denke ich mal, kann man es auch mit dem anderen Lockenstab machen. So, jetzt mache ich noch hier ein bisschen das Ganze sauber und gehe zu meinem Baby, weil Baby Jan ist ja wach. Es ist ja auch schon ziemlich spät. Er hat heute sehr lange geschlafen. Normalerweise schläft er gar nicht so lange. Ja, dann gehen wir mal. Achso, die Kamera runter. So, hallo meine Lieben. Boah, das sind aber mal viele Patrizias. Eins, zwei, drei. Das ist, glaube ich, für uns alle ein bisschen zu viel. Die Achea kommt gleich auch aus der Schule. Die wird sich freuen, dass die Mama wieder ein bisschen gemacht ist. Obwohl ich muss sagen, sie will unbedingt, dass ich mich mal ein bisschen bunter schminke. Also diese Art von Make-up ist nichts für sie. Sie will, dass ich mal aussehe wie so eine Barbie. Also mit Pink und allem. Und ich habe wahrscheinlich gleich voll viele Fältchen, denn ich habe gepudert und dann den Concealer drauf gemacht, weil ich den Concealer vergessen habe und testen wollte. Und dann gucke ich im Spiegel. Oh, das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Also man sollte, wenn man abgepudert hat, war es das dann. D-Max! Meine Serie fängt an, Baby steht auf. Das ist gut. Die Mama ist da. Oh, sieht das süß aus. Guck mal, die Hose sieht voll schön aus. Gell? Ich habe mich ein bisschen geärgert. Du bist einer. Baby Jan ist da und auf meinen Schoß. Der ist so süß. Ja, ich habe ja. Genau, der lacht volle Kanne. Voll süß, mein Schatz. Oh, enttäuscht. Ja, wir haben gerade entschieden, also ich wurde gestern von meiner Ärztin angerufen, dass ich einen erhöhten
Wert habe in Hinsicht, dass irgendetwas in meinem Körper entzündet ist. Das kann alle Ursachen haben. Wahrscheinlich kommt es von meiner Erkältung. Ja, Klausi? Deshalb muss ich da jetzt Blut abnehmen lassen. Das ist fahren wir jetzt dahin, nehmen Laptop mit und ich die Speicherkarten, wo ich das Video habe. Und muss ich dann unterwegs schneiden. Ist mir dann da bei dir in der Praxis alles klar? Ja, ist dann wir gehen zu Klausi. Mach mal ein bisschen kuscheln. Das ist ein bisschen zu viel kuscheln. So, meine Lieben. Ja, wir dürfen das. Und wir sind jetzt, So, meine Lieben, wir sind jetzt bei Klausi angekommen. Vorher bin ich noch schnell zu meiner Ärztin wegen Blut abnehmen. Ist da jetzt Musik? Das ist keine Musik. Auf jeden Fall war ich ein bisschen spät dran, aber trotzdem war der Kurier noch später als ich. Deshalb ist das heute dann noch zum Labor gegangen. Also jetzt gerade wahrscheinlich auf dem Weg, weil ich habe diesen Fahrdienst gesehen. Und der Idi setzt ein Bild von mir bei sich auf Instagram. Gerade, glaube ich, hoch. Das und unsere Kinder gucken Zeichentrickserie. Welche? Aber welches sind das gewesen? Love stehen. Mal gucken. Selling with Love. Also wie sie drauf ist, sollte sie auch davon ganz viel essen. Die ist nur am rummeckern. Das ist Schokolade. Das sind drei Schokoladendinger. Echt? Ja. Die war ich am wenigsten, das ist toll. Ich mag die mit Karamell gefüllt und so. Oh ja, ich auch, Achille auch. Das sind die reine Schokolade. Mhm. Deine Tochter möchte die da. Ja, Klausi mal, sie kommt. Jetzt gehen wir zu Edeka und kaufen ein bisschen was ein. Wir kaufen jetzt Lammlachse. Lammlachse. Ja. La, 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 la. Jetzt bin ich müde und habe überhaupt keine Lust zu kochen. Brauchst du doch nicht. Ich mach das. Ich kann kochen, ne? Du siehst. Ich weiß. Du siehst aus, weißt du, wie du aussiehst? Ich habe meine Haare nicht gemacht. Du siehst aus wie Fresh? Wie Captain. Wie heißt der? Sparrow? Nein. Sparrow, genau. Captain Sparrow. Johnny Depp, kennst du? Johnny Depp. Ja, der ist Johnny Depp. Na, hast du gemacht, was? Der soll doch gerade Laudatio halten, ne? Der muss besoffen gewesen sein. Okay. Cooler Skandal. Hat nur noch gelallt, der Gute. Okay. Sehr schöner Laden. Das schmeckt mir am besten. Nur ist es, wenn man es so oft trinkt, sehr süß. Ich hätte aber meine Frisur schon machen müssen. Meine Haare. Also meine Lieben, ich schneide gerade ein Video von mir. Die Celine killt die ganze Schokolade. Und die beiden Herrschaften sind von Einkaufen wiedergekommen und wollen jetzt was zu essen machen. Was ist das denn? Das kam für den Bräter an. Passt das zu meinem Locken-Video? Echt? Hi Mai! Nicht beim Essen. Nicht beim Essen? Ja, wir sind die Frauen, die sagen, wir essen nie was, ne? Idi? Monte Cristo! Hände geben, das war Bäh. Komm, Hände geben. Auf. Knappe. Doch. Herr Kuppel. Danke, Mann. Herr, wo ist das Klausi? Der Klausi, das jetzt schon gleich. Helene, du bist laut. Komm, ich glaube, sie wird krank, oder? So am Nörgeln ist sie eigentlich nie. Mach hier drauf, ich gebe dann das Papier. Helene ist überhaupt nicht gut drauf. Helene? Mal Kartoffeln? Keine Kartoffeln? Kartoffeln? Och,
Celine, komm, ist gut. Schau sie, diese Messer schneiden nicht. Ich schneide es dir gleich. Du kannst gib dir das, genau, so ein Messer, ja. Guck mal her, probier mal das, ob das schärfer ist. Hat sie ja, hat sie eine Himbeere geklaut. Drei Stück? Aber sie hat drei Stück. Ja klar, also einen darf sie auch haben, oder? Ja, na, siehst du? Geh doch. Mai, ja. Ketchup? Echt jetzt? Ja. Du bist wie unsere Kinder. Ich esse hier. Baby. Oh, baby, baby. Balla, balla. I was not supposed to know. Schatz, wir können wieder auswandern. Mein Englisch ist reif. My baby, baby, balla, balla. Das war echt. Und schon wieder muss ich schneiden. Du läuft da was? Ja. Ach so. Schneid ruhig, ja. Das war Grimasse. Yeah, baby. Soll ich noch irgendeine Tanzeinlage präsentieren oder sowas? Oops, I did it again! I play with your heart! Was ist das? Was war das denn? Ach, du kennst meine Gesangskünste noch nicht. Ich glaube, deine Frau hat Bauchschmerzen. Ich glaube auch, ja. Hat Koliken. Ich bereite mich für DSDS oder das Supertalent vor. Du guckst halt kein Fernsehen. Nee. Wie heißt dieses Wort, was ich nicht aussprechen kann? Hyaluronsäure. Wo ist denn das schlicht? Leute, können wir das aussprechen? Das konnten wir die Neandertaler aussprechen. Die sagten, fangen wir mal ein Tier mit Hyaluronsäure. Ich bin doch halsig, Baby. Ja. Wann machen wir das? Also, meine Lieben, ich möchte Hyaluronsäure in Popo. Ja, damit die Falten rausgehen. Okay. Toll. Also, ich möchte Hyaluronsäure. Du darfst es erst benutzen, wenn du es aussprechen kannst. Also erst mit 80. Wie wird jetzt kriege ich es auf jeden Fall nicht mehr. Ketchup drauf. Diese Teile muss ich abschneiden. Hyaluronsäure. Gehst du ein bisschen nach rechts, damit ich in den Kühlschrank komme. Also ich will das nicht aussprechen. Ich will das nur haben. Na ja. Von da siehst du nichts. Also Patricia. Du hast keine Falten. Es ist natürlich aber echt. Okay, die Lippen ein bisschen. Das ist noch alles noch. Ja, gut, man könnte sie ein bisschen unterfüttern, das stimmt, ja. Bisschen, ja. Das muss ja nicht so sein. Das fülliger werden. Du weißt ja schon, dass der Operateur die Patienten immer anschließend küsst, um zu gucken, ob das Volumen auch stimmt. Das brauchen sie nicht schneiden, das ist doch wirklich harmlos. Geh mal ins Nachmittagsprogramm des Fernsehens, das ist die Kinder davor, ja. Das ist aber echt mitten im Leben. Das ist schlimm, ne? Wo die Kinder mit 12 schwanger werden. Das ist schlimm, aber doch nicht, wenn ich sage, ich muss bei meinen Patienten nach dem Auffüllen der Lippen das erprüfen, ja. Okay, und in Lagerrede kommt das hin, ja. Ich meine, das ist schon wichtig, ja. Weil der redet immer noch nicht das, was ich möchte. Was willst du denn überhaupt? Ich bin. Ob du ein Gold bist. Wann machst du es denn? Also, das geht wirklich zum Beispiel. Du willst sie schneiden, ja? Hilfe! Ja, der Lira hat gerade gestern bestellt, ja. Echt? Was ist mit deinem Freund? Ja, wie hieß denn der? Chadas, ja. Will der machen? Der wollte doch irgendwie auch irgendwas. Also machst du's, gut. Du siehst so erwachsen aus. Was? Baby Jan. Sieht erwachsen aus. Ja. Okay? Er wollte weinen, dann habe ich ihm. Was wollte er? Er wollte weinen. Und dann habe ich ihm ein Kuscheltier gegeben, dann saß er so drin, hat die ganze Zeit dieses Kuscheltier angeschaut. Welches denn? Das Äffchen? Wir haben so einen kleinen Wal. Baby Jan. Ja, jetzt der ist voll hungrig. Baby John ist hungrig, wir sind zu Hause. Er hat schon den geholt. Mund aufgemacht. Ich muss nochmal das Video schneiden. Oh. Für jetzt mal.
So, dann gehe ich direkt an den PC und nehme den Fall mit. Und Zahn mitnehmen. Ja. Und immer wenn kräftig weint, dann musst du Bäuerchen versuchen. Oh, Mamas Haare. Mamas Haare. Mamas Haare. Das macht er bei mir auch immer. Vorsicht, er zieht die raus. Hallo, mein Sonnenschein. Es ist so schön, wenn du lächelst. Ja, so schön. Ach, bist du zucker, zucker süß? Können wir mein Schatz? Was machst du? Chips hast du da? Ja. Hallo Baby Jan. Chips, na lecker. So, dann bearbeite ich jetzt mein It's My Life 212. So, Schatzi, bitteschön. Danke. Hallo Celine, ich liebe das über Thailand. Ja, sieht voll süß aus. Aber Schatzi. Das Video ist fertig. Ich muss es nur noch auf dem Laptop machen und der Idi wird beide hochladen und das eine werde ich dann morgen früh irgendwann im Laufe des Tages online setzen. Bibian ist bei mir, schläft voll süß und lächelt immer wieder. Ja, jetzt gucke ich mal, was die Kiddies unten machen. Der Idi hat sich um die Kinder gekümmert. In der Zeit, wo ich hier gearbeitet habe. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich runter. Das bekomme ich bestimmt nicht durch einen Neustart hin. Das kommt jetzt wirklich total überraschend. Das tut mir ja so leid, Schatz. Sie schlafen der Katzen, aber sie sieht mit ihrem Zylinder so süß aus. Und sie rollt. Also die anderen Kinder schlafen schon, die Zellen noch nicht. Wollen aber gleich alle ins Bett. Ich muss aber unbedingt Pinsel waschen, weil ich will morgen noch ein Video drehen für meinen Beauty-Kanal. So, Pinsel waschen. Selin, komm, hilf mir. Die ist nur am Rumschreien und zerstören. Die hat ganze Wohnzimmer zerstört, als wir gegessen haben. Hilfst du, Mama? Bist du auch süß? Der Idi zieht jetzt den Kleinen um. Dann würde ich mal sagen, Make-up weg und ins Bett. Gute Nacht, meine Lieben. So, Schatz, kümmere dich um deinen Sohn. Ja, hab ich schon runtergeschickt. Hier. Ins Auto. Hallo, Sohn. Jan, hallo. Versuchen Sie, den Dienst nach hinten zu ziehen? Jan. Ich will nicht.